Das Jahr geht langsam aber sicher zu Ende. Zeit für uns zurückzublicken. Heute mit Mats Hummels. Hi Mats, schön, dass du da bist. Ja, servus erstmal. Mats, wir haben ein bisschen Weihnachtsstimmung gesorgt. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Ja, ich bin ein großer Fan von Weihnachtsdeko und Ähnlichem. Also ich finde, dass es auch generell in der Stadt eigentlich noch etwas weihnachtlicher aussehen könnte überall. Ich habe ein bisschen mehr sozusagen gehofft, von das, was das angeht. Deswegen finde ich es aber schön, wenn es hier so ausschaut. Wie wirst du Weihnachten verbringen? Wirst du irgendwo in die Sonne fliegen oder bleibst du hier in München? Also den 24. an für sich natürlich mit der Familie, mit Freunden. Ich bin da immer so ein bisschen, ich habe meistens 3-4 Stationen am 24. an und für sich. Und danach fliege ich eine Woche in die Sonne, ja, einfach erholen, körperlich erholen. Natürlich Seele baumeln lassen, wie man so schön sagt, ein bisschen einfach abschalten. Es war ja auch einfach ein unglaublich intensives Jahr für dich. Rückrunde mit dem BVB, die EM. Dann Urlaub, nur ein paar Wochen und dann ging es schon Vereinswechsel, Bayern, die Hinrunde jetzt. Wie sehr sehnst du diese Tage herbei, wo man jetzt einfach ein bisschen abschalten kann? Also es geht tatsächlich noch. Ich fühle mich nicht irgendwie so ausgelaugt, dass ich jetzt unbedingt in Urlaub müsste, aber trotzdem freue ich mich auf jeden Fall darauf, weil ich weiß, wie viel Kraft ich in den vergangenen Jahren aus diesen 7 Tagen Urlaub, und insgesamt sind es ja, glaube ich, 11 Tage frei, 10 Tage frei, wie viel Kraft ich da immer rausziehen kann. Das hat mir immer wirklich gut getan, rückblickend. Wenn ich mal eine schwierigere Hinrunde hatte, was jetzt zum Glück nicht der Fall war, konnte ich dabei aber mir immer auch irgendwie den Kopf frei machen, den Körper wieder auf Touren bringen. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass wir diese Winterpause in Deutschland auch haben. Mats, wir standen im August hier genau in diesem Studio an einem deiner ersten Tage und damals hast du auf die Frage, was du durch den Wechsel zum FC Bayern erhoffst, zu der Rückkehr, genau das gesagt. Erstmal gibt es viele kleine Sachen, die ich mir hoffe. Eine ist so nochmal einen neuen Reiz vielleicht setzen für mich, um vielleicht noch ein paar Prozentpunkte rauszukitzeln, weil hier die Konkurrenz selbstverständlich noch ein bisschen höher ist. Wir hatten in Dortmund gute Innenverteidiger, aber hier denke ich, ist das auf der Position auch nochmal eine andere Hausnummer. Es ist so etwas, womit ich mich selber auch nochmal zur absoluten Höchstleistung pushen möchte. Ja, ist dieser Effekt schon eingetreten? Zum Teil zumindest, ja. Also ich glaube, ich kann wirklich zufrieden sein mit der persönlichen Hinrunde, die ich gespielt habe. Ich bin ja fast schon zu mehr Einsätzen gekommen, als ich vorher eben gedacht hatte, weil ich etwas mehr Rotation erwartet habe, die dann durch die vielen Ausfälle von den anderen drei eben dann einfach so nicht ging. Da habe ich dann fast alles gespielt. Freut mich aber natürlich. Ich bin einfach gerne auf dem Platz. Es ging körperlich eben auch und ich glaube, die Art und Weise, wie ich das ausgefüllt habe, ist auf jeden Fall eine, mit der ich zufrieden sein kann, mit der ich sehr zufrieden sein kann. Und trotzdem nur das ein oder andere Highlight-Spiel in Anführungsstrichen, mehr darf es trotzdem noch geben. Wenn wir diese Hinrunde jetzt im Gesamten betrachten, würdest du den Satz unterschreiben, die Ergebnisse waren gut, spielerisch ist noch Luft nach oben? So würde ich es jetzt nicht unterschreiben. Wir haben Spiele, da waren wir nicht so gut und haben sie gewonnen, haben auch mal Glück gehabt, in Hamburg zum Beispiel sehr spät auf Schalke gewonnen. Dann hatten wir aber auch Partien, wo wir einfach viele Torchancen vergeben haben und nicht gewonnen haben, Köln, Hoffenheim. Ich glaube, das hält sich da ungefähr die Waage. Klar, wir waren nicht immer auf dem Niveau, was wir uns vorstellen. Das lässt sich nicht abstreiten, wollen wir auch gar nicht. Deswegen ja, würde ich sagen, es gab ein paar Spiele, jeweils zweimal drei hintereinander, glaube ich, die wir eben nicht gewinnen konnten. Den Rest haben wir eigentlich für uns entschieden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen, also diese beiden Phasen sind mit Sicherheit negativ, aber der Rest war dann eben auch wiederum nicht so schlecht. Wir müssen mal so ein bisschen durchhangeln. Es ging los mit dem ersten Pflichtspiel im Supercup in Dortmund. Inwiefern war dieses Spiel eigentlich damals, als du dich dafür entschieden hast, zu wechseln, auch in deinen Gedanken? Hat das eine Rolle gespielt, dieses Spiel? Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich dieses Spiel nicht machen werde, ehrlich gesagt, weil ich relativ spät. Ich bin davon ausgegangen, dass ich relativ spät ins Training einsteige, dass wir bei der EM eben erfolgreich sind. Es war dann auch so, ich war dann auch spät im Training und habe für mich etwas überraschend eben diese Partie überhaupt bestritten, weil ich körperlich noch lange nicht auf der Höhe war. Ich hatte 5 Einheiten, glaube ich, drin. Das war dann eben etwas, was in meinem Kopf eigentlich immer sehr weit weg war. Dafür ging es ja dann ganz gut. Ja, gute erste Halbzeit hatte ich schon da größere Probleme mit einer topfitten, richtig guten Mannschaft. Aber es gab kein Gegentor. Ja, gut, aber das hatten wir in dem Fall eher Manu als mir zu verdanken. Deswegen. Ja. Vor ein paar Wochen war dann der zweite Auftritt in Dortmund. Hat sich das dann schon anders angefühlt? Ein bisschen anders, ja. Ich wusste ja, was mich erwartet.
ich war eben aber auch schon so in der Saison drin, so in meinem Rhythmus, dass ich eben das Ganze außenrum, als das Spiel dann eben auch angefangen hat, relativ schnell ausblenden konnte. Also ich glaube, dass es mich in der Partie dann nicht mehr beeinflusst hat. Im Supercup war das auf jeden Fall noch anders. Insgesamt hattet ihr einen guten Saisonstart. Es gab 6:0 gegen Bremen, 2:0 auf Schalke, dann 5:0 gegen Rostock. Das lief eigentlich ganz gut, bevor es dann im September so eine kleine Delle gab. Es spricht doch eigentlich ja gegen die These, dass die Mannschaft sich erst dann auch an ein System, an 4-3-3 oder sowas gewöhnen musste, oder? Weil es ging ja eigentlich sehr, sehr gut los vor allem. Die Ergebnisse haben sich auf jeden Fall sehr gut gelesen zu Beginn, aber auch da war eben noch nicht alles perfekt, genauso wie später aber auch nicht alles schlecht war. Das ist ja oft so, dass es rückwirkend betrachtet immer etwas sehr einseitig betrachtet wird. Trotzdem braucht eine Mannschaft schon auch Zeit, um sich einfach auch an den Trainer ein bisschen zu gewöhnen, auch an die Ideen, oder? Das ist ganz normal. Ja, auf jeden Fall, klar. Ich kam aus Dortmund. Die anderen hatten die letzten 3 Jahre, beziehungsweise noch nie, natürlich Carlo Ancelotti als Trainer, aber die letzten 3 Jahre eben Pep Guardiola mit einer bestimmten Idee, beziehungsweise mit sehr vielen Ideen. Deswegen ist es ganz normal, dass man da ein bisschen Zeit brauchte, sich an alles zu gewöhnen, an Trainingsinhalte, natürlich auch an menschlichen Umgang, der auch immer anders sein kann, an taktische Dinge auf dem Platz. Das ist nicht von Hand zu weisen, dass es ein bisschen braucht. Du hast 2 Saisontore bisher gemacht, 1 im Pokal, 1 in der Liga. Ich habe mal geschaut, in der Saison 2010, 2011 sind dir insgesamt 6 gelungen, 6 Saisontore. Ist das, also Bundesliga, insgesamt, okay, ja, insgesamt, genau, mit Pokal, Champions League, allem zusammen. Ja. Ist das ein Ziel? Ja, also oder dir ich hatte egal? Nicht völlig egal. Natürlich, ich mag Torbeteiligung, aber ich sehe das teilweise eher so wirklich als Scorer-Punkte, weil ich finde Assists auch sehr interessant, genauso interessant beinahe. Ich glaube, mit der Ausbeute kann ich bisher zufrieden sein. Alles in allem, es müssten 2 Tore, 2 Vorlagen sein. Vorlage im Supercup und in Frankfurt, glaube ich, als ich schießen wollte und Josch macht den Ball rein. Aber ist auch eine Vorlage. Stimmt. Auch wenn noch keine gewollt ist. Hatte aber schon sehr viele Chancen für mehr Tore. Natürlich vor allem gegen Hoffenheim die Chance auf einen Siegtreffer, wo ich am Pfosten schieße. Also, in Anbetracht dessen, wie oft ich an die Bälle gekommen bin, wie viele Chancen ich hatte, finde ich, fehlen mir da eben 1-2 Scorepunkte auf jeden Fall. Wir haben jetzt viel über die Hinrunde gesprochen. Mit dir können wir aber auch noch weiter zurückblicken. Du hast ja schon eine Vorvergangenheit beim FC Bayern, und zwar 2006. Auch da gab es schon Kameras, Mats, und deine ersten Gehversuche. Schauen wir jetzt mal drauf. Der Saisonauftakt des Profiteams gegen Dortmund. Und Mats Hummels ist mittendrin ganz nah dran an Podolski und Kahn. Ein Wahnsinnserlebnis, um es mal so zu sagen. Eigentlich denke ich, dass solche Phrasen nie stimmen, aber es ist auf jeden Fall. Man kann es nicht beschreiben. Ich hoffe, es ist nicht einmalig, aber bisher ist es das auf jeden Fall und wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Ja, wie präsent sind die Gefühle von damals noch? Diese Bilder habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das Interview nicht, das auch nicht. Es ist alles noch relativ präsent. Ich glaube, ich habe vorher im Ligapokal habe ich einmal gespielt, bin ich zur Halbzeit eingewechselt worden. Und genau das war das Spiel, wo sich, glaube ich, dann Sebastian Kehl leider schwer verletzt hat in dieser Grätsche mit Hasan Salihamidžić. Also ich habe noch sehr lebhafte Erinnerungen an das Ganze, wie man sieht. Weil es einfach für mich ein Riesentag war. Da saß ich relativ unverhofft auf der Bank. Ich müsste 17 Jahre alt gewesen sein. Ja. Hatte ich gerade Sommerpause wahrscheinlich, Sommerferien noch in der Schule. Deswegen, es ist lange her und war auf was unheimlich Besonderes. Ich glaube, das hat man da gemerkt, dass mir die Worte so fehlen. Passiert nicht häufig. Ja, und 14 Stunden später hatte dich dann damals der Alltag wieder ein Spiel im Grünwalder Stadion. Wie sah denn die Zeit jetzt zwischen dem gestrigen Spiel und heute aus? Man sieht, Sie waren wahrscheinlich irgendwo beim Haareschneiden, oder? Ja, ich habe geschlafen und dann war ich heute Morgen beim Friseur und dann ging es schon wieder los zum Spiel jetzt. Frisch gestutzt erwartet Mats Hummels ein harter Brocken. Er muss gegen Tomislav Maric ran. Genau, der Ex-Profi von Wolfsburg und Gladbach. Ein fast leeres Grünwalder Stadion hin oder her. In diesen Spielen muss er beweisen, dass er das Zeug für die erste Liga hat. Hermann Gerland, sein Coach bei der zweiten, soll ihn dorthin begleiten. Mit harter Hand und viel Glauben an sein Talent. Ich bin der Meinung, dass er Bundesligaspieler werden wird. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ja, da haben wir wieder recht behalten, der Tiger. Ja, auf jeden Fall. Tiger war für mich, ist für mich natürlich einer meiner wichtigsten Wegbegleiter, Förderer. Er hat mich damals immer schon
gepusht, klar, er hat mich auch gefordert ohne Ende. Also ich glaube, die Spieler, von denen er eben sich erhofft hat, dass sie diesen Schritt machen, die ist er noch härter angegangen. Ich bin damals gut damit klargekommen, weil ich diese Art eben kannte. Das war vielleicht auch ein klein bisschen Glück. Aber klar, ja, für mich ganz, ganz wichtig, dass ich ihn als Trainer hatte. Und mich würde wirklich interessieren, ob wir dieses Spiel einzeln gewonnen haben, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Das kann ich leider auch nicht mehr. Ich meine, wir sind ganz früh in Führung gegangen und haben dann 80 Minuten nur gemauert gegen Hoffenheim. Die waren damals, ich glaube, es war die Aufstiegssaison. Und die waren eben Haushofer Favorit und wir haben uns mit allem reingeworfen, was wir hatten. Ja, aber ja, die ganze Saison, da hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das mit Tomislav Maric ja auch ein Gegenspieler der Bundesliga. Erfahrung hatte. Ja, und ich glaube, dass sie nicht nur die hatten. Ich glaube, Francesco Copado hat da dann auch gespielt. Also war schon eine Hausnummer dann damals. Wenn man jetzt alles so sieht, ist insgesamt doch alles ganz gut gelaufen in den letzten 10 Jahren, finde ich, oder? Ja, also als ich da stand, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ich hoffe, ich komme irgendwie in der Bundesliga halt unter, mache meine paar Spiele, mache vielleicht mal ein Bundesliga-Tor. Diese Sachen, von denen man halt träumt als kleiner Junge, wie sich alles entwickelt hat. Habe ich nicht für möglich gehalten, muss ich auch realistisch sagen. Also es war nicht so, dass ich rumgelaufen bin und dachte, ich werde auf jeden Fall Nationalspieler. Deswegen ja, bin ich sehr glücklich darüber. Ich weiß, dass auch ein bisschen Glück bzw. ausbleibendes Pech, glaube ich, vor allem dafür nötig war und ist. Und deswegen kann ich das eigentlich auch, oder ich versuche es mir immer klar zu machen, dass ich das wertschätzen soll, dass es so weit hochgehen konnte, weil man hat nicht alles selber in der Hand. Und mit dem Wechsel zurück zu Bayern im Sommer hat sich einfach auch nochmal so ein Kreis geschlossen auch, oder? Ja, vor allem, wenn man jetzt die Bilder sieht, glaube ich, dann schon auch interessant, dass das erste Bundesligaspiel von mir auf der Bank gegen Dortmund war. Ja, sind so die kleinen Geschichten, die ich auch sehr gerne mag einfach. Lass uns nochmal vorausblicken jetzt auf die Rückrunde auch. Meisterschaft, klar, ist immer ein Ziel, das FC Bayern Pokalsieg auch. Der große Traum ist die Champions League, da müsste natürlich alles passen. Wie schätzt du die Situation in der Champions League ein, auch nachdem du jetzt ein halbes Jahr die Top-Mannschaften Europas auch beobachtet hast? Und ich weiß, du beobachtest viel auch andere Spiele. Ja, ich gucke mir das natürlich sehr genau an. Ich denke, dass momentan die beiden Spanier die Top-Favoriten sind für mich die überzeugendsten Mannschaften. Real hat, glaube ich, noch gar nicht verloren oder noch nicht viel verloren. Also es ist wirklich eine sehr, sehr starke Vorstellung gelegt. Deswegen ist es klar, es ist eine verdammt schwierige Aufgabe. Es kann klappen. Dafür müssen wir aber erstmal natürlich, wenn dann die Spiele losgehen, Mitte Februar, Ende Februar, die internationalen Spiele wieder in absoluter Topform sein. Wir brauchen das nötige Quäntchen Glück, um das eben auch schaffen zu können. Ich kann das immer sehr realistisch einschätzen, wie schwierig das ist. Und weiß trotzdem oder träumt trotzdem so ein kleines bisschen davon, dass es eben funktioniert. Erstmal Arsenal London dann im Achtelfinale. Wie schätzt du diese Saison ein? Sind sie stärker als die letzten Jahre, wie man so hört? Ja, ich finde sie stärker als die letzten Jahre auf jeden Fall. Man hat das Gefühl, dass so ein klein bisschen das, was gefehlt hat bei ihnen, um eben auch Titel gewinnen zu können. Also ich glaube, sie haben einmal den League Cup gewonnen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber eben die großen Titel, dass das jetzt möglicherweise vorhanden ist, klar, in der Champions League. Wäre es gut für uns, wenn es nicht so ist, aber die ganze Mannschaft erscheint mir auf einem sehr hohen Niveau und es ist eine große Aufgabe, auch wenn, sowohl ich persönlich, weil ich glaube, wir haben mit Dortmund auch schon viermal gegen sie gespielt und Bayern die letzten Jahre ja sowieso quasi durchgehend sehr viele Spiele in den letzten Jahren schon bestritten wurden eben zwischen diesen beiden Teams. Und trotzdem lieber erstmal Arsenal als Barcelona. Das wäre ja auch möglich gewesen und es hat nicht mehr so viel gefehlt, glaube ich, in dem Topf dann. Ja, ich war trainieren, ich habe die Auslosung, ich habe sie nicht live mitgekriegt, aber... Also wenn ihr, glaube ich, noch ein Los weitergegangen wäre, dann wäre nur noch Barcelona möglich gewesen, wenn ja. Spanier drin waren. Und okay, dann wäre es nach dem Ausschlussverfahren. Genau, ja gut. Aber man muss jeden Schlag, wenn man einen Titel gewinnen will, so ist es nun mal. Trainingslager ist noch nähere Zukunft. Bist du jemand, der gerne ins Trainingslager fährt oder bist du jemand, der sagt, oh nein, ich hasse Trainingslager? Ja, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich mag eigentlich so diese Zeit... Wenn man zusammen ist als Mannschaft, wenn man irgendwie komplett einmal den Fokus nur auf das Training legt, vielleicht dann eben auch, ich weiß nicht, exakt noch nicht genau, wie das hier ist, ich hatte noch kein Trainingslager mit Bayern, wenn du vielleicht ein kleines Tischtennisturnier oder, ich weiß nicht, Playstation-Turnier oder irgendwas vielleicht noch angezettelt so, wird, immer gehen. Mal gucken, Billard, es gibt ganz viele Möglichkeiten, ich finde das immer schön. Da haben wir halt 4 Spieler. Mit kein großes Turnier. Ein internes Turnier. Und ich werde es nicht gewinnen, leider. Ja,
Ich mag diese Zeit, aber es kann sich natürlich auch, wenn man so wie wir ganz oft in Hotels unterwegs ist, sich auch mal ziehen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, dass man auch mal rauskommt. Das ist aber eine Sache, auf die ich sehr achte. Wenn ich beim DFB zum Beispiel bin, dann habe ich immer, da haben wir so einen kleinen festen Café-Gängerkreis, die dann auch in jeder Stadt versuchen, ein bisschen was zu sehen. Danke, Mats. Also ist noch ein bisschen hin. Jetzt wünsche ich dir erstmal erholsame Tage und dann sehen wir uns im neuen Jahr und auf ein neues dann in 2017. So schaut's aus.